So Leute, und willkommen zu einem neuen Video. Ich würde sagen, wir reagieren jetzt als Anhängsel zu meinem anderen Video. Ich denke mal, das hier habe ich einfach nur hinten reingeschnitten. Ja, und sorry für die schlechte Facecam. Aber ich habe ein bisschen was probiert mit den Einstellungen rumzutricksen und das ist leider daraus geworden. Naja, auf jeden Fall, wir reagieren jetzt auf Santa der Boss. Feed Exa 95. Wir brauchen was Neues. Worauf stehen die Kids heutzutage? Trap. Was ist Trap? Ah, das ist sowas wie Skrrra, le, 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 da, da. Fun Fact, ich hatte vor dem davor auch keinen Plan, was Trap sein soll. Santa, ein Eibri von höchster Wichtigkeit. Ach, oh, danke. Das da wird wahrscheinlich der Brief von Julian Bam selber sein. Aus seinem letzten Hey Jude. Wo er ja am Ende geschrieben hat, bevor die Ankündigung zu das Zahnfee kam. Meine Mondmütze, Bedrohung. Und? Was willst du tun? Na, das, was wir immer an Weihnachten tun. Wir bringen alle zusammen. Und wer könnte das besser als... Santa der Boss! Guess who's back? Santa der Boss! Hätte ich fast vergessen. Santa der Boss kommt dieses Mal mit Afro-Trap. Ist mal wieder Zeit, war ein ganzes Jahr lang weg. Upgrade vom Schlitten-Limo, Farbe Red. Trinke Limo mit meinen Babes und zwei Jahrgangs-Sekt. Meinem Spiegelbild bleibt der... Wenn ihr noch hingesehen habt, davor, es war nur Wasser. Dam, dam, da. Atem weg, hier ein Starter-Pack. Gucci, Prada, Swag. Da schmelzen die Girls instant Harde-Deck. Du kriegst alle vier Damen wie bei einem Kartendeck. Flieg so hoch, hab gerade kein Netz. 17 Nase checkt, ich bin unsagbar fresh. Mal so, ich finde, das ist jetzt so übertrieben auf cool und ich will super beliebt sein gemacht und dann immer so richtig fancy und das finde ich nicht allzu gut, aber hey. Bringe alle Geschenke an einem Abend weg und nebenbei habe ich doch live diesen Part gerappt. Bist du sonst auch ein Arsch? Ist heute egal, du shit über mich sagst. Ist heute egal, du mich einfach nicht magst. Ist heute egal, denn an Weihnachten kommen wir zusammen. Santa der Boss. Alle meine Lines nice wie die Plätzchen von Omi. Also, ich hoffe, jeder kennt Mama Ju, weil das ist einfach nur die Mutter von Julian Bam. Sandres, übrigens, was ich sehr schade finde. Leider hat er diesmal noch nicht die, wie heißt, sorry, fuck, warum bin ich so vergesslich, die Lyrics nicht mit aufgeschrieben. Naja, gucken wir einfach mal weiter. Unter der Boss, heute werden sogar alle deine Feinde zu Homies. Unter der Boss, es gibt keinen, der besser von wie. Unter der Boss. Nur mal so nebenbei, so als Frage. Ist nicht gerade Santa der Boss am Mond direkt am Mond vorbeigeflogen und hat nichts gesehen vom Mann im Mond? Ich sag, glaube ich, später im Verlauf auch noch was dazu. Ja, das Stück Scheiße in Rot. Jedes Jahr derselbe Müll. Alle Jahre wieder kommt der Penner an, samt Elfenclan, weil er sich selbst nicht helfen kann. Morgen wird wieder jedes Geschenk verbrannt, das ihr gekauft habt und einkauft. Überhaupt nicht gefaked oder so. Dieses Brennen von dem Geschenk. Kappa. Santa kam, hast du Weihnachten bekommen, um Zigaretten zu spielen. Und jetzt wurde auch noch meine Adresse gelegt. Rauch ein bisschen zwei Stiele und auf eine Fresse zu ziehen. Vier Opfer, Lord, es gab mir ein schlechteres Team. Jedes Jahr dasselbe Smalltalk. Jetzt mal ernsthaft. Okay, beim bei Santa und dem Musterhasen stimme ich ihm zu. Nur er soll bitte nicht die anderen beleidigen, wenn er nicht rappen kann. Das war also wahrscheinlich so ein Grinch, heißt die, glaube ich. Also nicht Grinch im Sinne von wie peinlich. Ein Fremdscham, sondern Grinch. Wieso dieses Weihnachts-, Anti-Weihnachts-Gedöns-Kack? Ich hab's kapiert und kann jeden Weihnachtsmann schon buchstabieren. Alle machen auf Fame, auch wenn sie sich interessiert. Am Ende geht es dann auch nur ums Konsumieren. Ich bin heute ein Arsch. Wie jedes Jahr. Weil ich dich nicht mag. Wie jedes Jahr. Sind auch Plätzchen da. Vom letzten Jahr. Ich wünschte, ich wäre nicht da. Ja, erstmal ein bisschen die Zähne verdauen. Ich find's lustig, wie Santa einen Fick auf den Quinch gibt. Bitte habe ich es zensiert. Und ja.
Santa der Boss. Alle meine Lines nice wie die Plätzchen von Omi. Santa der Boss. Heute werden sogar alle deine Feinde zu Homies. Santa der Boss. Es gibt. Ich find's lustig auf dem T-Shirt, wo abonniert PewDiePie. Einen der besser von wie Santa. Als er gesagt hat, seid ihr sonst ein Arsch, heute egal, und dann abonniert PewDiePie. Der Boss, one and only, wegen mir ist heute niemand lonely. Ich weiß, wir sind verschieden und haben Differenzen, doch am Tag der Liebe müssen diese enden. Auf zur Osterinsel mit Karotten in den Händen, um den Hasen zu überreden, gegen meinen Mund zu kämpfen. Und aus Landmann kriegt genau, was er sollte, als Statist in meinem Musikvideo eine Rolle. Spaß, hier ist die Blu-ray, die du immer wolltest. Inception hilft mir sonst heute nur von der Sonne. Ey, Tafel, du hast es so richtig prophezeit. Der Typ da oben ist seit vielen Monaten schon bereit. In der Not ist... Also, ja, ich gebe zu, anscheinend ist jetzt irgendwie doch nicht ganz so böse. Aber so, was man da vorausschließen konnte, war er so, hatte er ihn auf böse gemacht und nicht, dass er denen hilft. Naja, ich bin mal gespannt, wie es noch weiterlaufen wird, ob er wirklich bei denen dabei ist. Klar, dass sich alle Boten vereinen, bevor die Erde getränkt wird von blutrotem Schwein. Bist du sonst auch ein Arsch? Ist heute egal, du shit über mich sagst. Ist heute egal, du mich einfach nicht magst. Ist heute egal, denn an Weihnachten kommen wir zusammen. Santa der Boss. Alle meine Lines nice wie die Plätzchen von Omi. Santa der Boss. Heute werden sogar alle deine Feinde zu Homies. Santa der Boss. Es gibt keinen, der besser flaut wie Santa der Boss. One and only, wegen mir ist heute niemand lonely. Ich find's gut, dass die, ich hab grad den Namen vergessen, die immer sich um die Kostüme kümmert vom Push-Art, wenn ich mich nicht irre, Karina oder so, Katharina, egal, dass die auch mal in einem Musikvideo selber drin ist, als Tätowiererin. Was ist das nur für ein Drecksloch? Was bist du für ein Glatzkopf? Die Szene habe ich bis jetzt noch nicht ganz verstanden. Also man sieht den Mann im Mond, seine Hand, dann leuchtet die blau, seine, also so ein richtig hellblau. Und dann sieht es wieder aus, als ob der König sich wegteleportiert, dann ist es im blauen, der in den Himmel fliegt, und dann sieht es aus, als ob da was explodiert ist. Verstehe ich noch nicht. Naja, ich schaue es mir jetzt, denke ich mal, noch ein paar Mal an. Falls mir noch irgendwas dazu einfällt, hole ich euch wieder mit. Das wird auf jeden Fall gewesen sein. Jetzt wirklich und ciao. Wow, 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 wow. Blöh. Jetzt ist mir beim 5. oder 6. Mal aufgefallen, dass... Wartet. Verein, bevor die Erde getränkt wird von blutrotem Schwein, bist du sonst auch ein Arsch. Hat hier der liebe Santa, der Boss, gerade gesagt, warte, lass mich zitieren, klar, dass sich alle Boten vereinen, bevor die Erde ertränkt oder getränkt wird vom blutroten Schwein. Das heißt, die Theorie von Brody, dass das Ganze im Januar wahrscheinlich erst wie ein Endkampf stattfinden wird, passt, weil Blutmond, blutroter Schein, ich würde sagen, passt. Und dann kommt auch die Erde näher, verschiedene Sachen passieren können, wenn die Erde näher, wenn der Mond näher an die Erde kommt. Ja, und ich denke mal, wir können schon gespannt sein, was denn als nächstes passiert. Das wollte ich euch noch mitteilen. Bis dann.